Weil ich habe jetzt dicke mal 5 Minuten dadurch verloren, aber mein Puls ist auf 180, Leute. Ich bin geflasht wie sonst noch was. Als ob. Als ob der erste tot ist. LOL. Oh mein Gott, ich werde das nicht im Chat kommentieren, weil ich habe am Anfang so viel Zeit durch Quatsch verloren. Perfekt. Eisenschwert kriegen wir natürlich dann auch gleich auch noch. Jackpot, Leute. GG. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat bis jetzt nur noch Sascha gefunden. Was es mir natürlich umso einfacher macht. Was halt auch Hallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Under the Dome. Ich habe einen kleinen Cut gemacht. Für euch ist es jetzt die zweite Folge, für mich sind nur wenige Sekunden vergangen. Und ja, es ist die Spannung pur natürlich noch da. Und oha, 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 es ist schon ein sehr kritischer Hase hier. Und wir buddeln uns jetzt mal hier im Schnelldurchgang hier runter. Oh, ja, 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 ja. Einfach damit wir jetzt schnell noch Dias finden, bevor die Schutzzeit natürlich vorbei ist. Und wir uns gutes Equipment machen können. So, wie viel Gravel ist denn hier? Was ist denn los bei dem Gravel? Oh mein Gott. Ich muss sagen, jetzt wo die zweite Folge gerade angefangen hat, bin ich wieder ein kleines bisschen angespannter. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund. Aber okay. Eisen nehme ich gerne mit. Brauchen natürlich auch noch einen Amboss. So, Höhe 31. Oh, jojo. Oh. Ich bin echt übelst baff, was jetzt schon in der ersten Folge auch passiert ist. Ich meine, es ist schon einer gestorben, trotz Schutzzeit. Das ist echt eine Kunst, würde ich schon fast sagen. Aber okay, ich bin auf jeden Fall auf die Aufnahme dann auch hier noch von Lennart und so gespannt. So, Höhe 20. Das heißt, jetzt sind wir auf 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Und ich gehe immer gerne auf 11 meinen. Ich weiß nicht wieso. Ich finde das einfach, ist meiner Meinung nach die perfekte Dia-Höhe. Und wir haben sogar einen Lavasee gefunden. Ich habe natürlich keinen Wassereimer dabei, ist ein bisschen blöde. Aber, oh, und hier ist voll der Lichtbug, muss ich sagen. Gucken, wenn ich mich wieder einbaue, ob es dann wieder geht. Nö. Aber da hinten ist Wasser, wenn ich das richtig sehe. Da bauen wir uns jetzt einfach mal hin. Oh, es werde Licht und es ward Licht. Schön. Oh, vielleicht haben wir jetzt sogar das Glück und finden Dias. Ich lasse das einfach mal unkommentiert an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alter Schwede. Leute, sowas nenne ich Luck. Das ist richtiger Luck. Ich habe als letztes quasi angefangen, mit dem ganzen Ding auch aufzunehmen und so. Jetzt sehen ihr natürlich das Achievement, aber sie wissen natürlich nicht, wie viele ich habe. Aber ich habe als letzter angefangen zu spielen. Ich hatte locker mal so 2-3 Minuten Delay mit aufnehmen. Also ich habe 2-3 Minuten später angefangen als die anderen und bin der Erste, der Dias hat. Oh mein fucking Gott. Leute, das hat nicht mehr viel mit Skill, also es hat natürlich auch mit Skill zu tun, keine Frage, aber es hat natürlich auch mit Luck zu tun. Das ist echter Luck. Und jetzt wird natürlich verzaubert, keine Frage. Mich wundert, dass noch keiner im Chat ausgerastet ist, von wegen, weil ich Dias hab, aber das kommt vielleicht noch. Die sind alle gerade viel zu sehr damit beschäftigt, wahrscheinlich selbst Dias zu suchen. Aber davon lassen wir uns natürlich auch nicht beirren. Wir könnten gleich mal einen Ofen aufstellen. Ich stelle es gleich mal, wenn jetzt hier das fertig abgebaut ist, stelle ich mal gerade einen Ofen auf. So. Lol, er ist gejoint. Okay. Ich glaube, das muss man nicht verstehen. Eigentlich ist er ja raus, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Darf ich hier bleiben? Nice. Okay. Hä? Ich verstehe gar nichts, aber ich glaube, ich muss ja nichts verstehen.
Das ist natürlich alles, setz mal im Glaskasten neben den ersten Button einen zweiten, okay. Dann hast du Spectator im Game Mode 3. Oha, man bekommt auf jeden Fall Game Mode 3, wenn man stirbt. Ist auf jeden Fall schön. So, wir haben ein Buch, wir haben vier Obsidian und damit haben wir ein Enchantment Table. So, Leute, ich denke mal, jetzt bekommen die ersten auf jeden Fall schon mal ein bisschen Angst, würde ich sagen. Weil es gibt auf dieser Map, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht viele Kühe und nicht viele, ja, ich sag mal, auch nicht viel Zuckerrohr und so. Deswegen, ich denke mal, das ist für die meisten jetzt schon ein bisschen eine Belastung, aber das ist natürlich alles auf jeden Fall so auch von mir gewollt. So, zack, zack. Da machen wir auch noch schnell Platz, damit wir ein bisschen Zuckerrohr anbauen können. Zack. Und dann müssen wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen Strip minen, weil, ja, wir noch ein paar, wenn wir noch ein paar Dias haben, wäre es natürlich geil, von wegen Diabrustpanzer oder so, aber Verzauberungsdisk ist natürlich auch schon Premium. So, hier haben wir nochmal Eisen. Ich glaube, wir werden aber, wenn wir was aus Dia haben, werden wir Dia-Rüstung machen. Und aus Schwert mache ich mir einfach ein Eisenschwert, weil ich glaube, das ist. Oh, nee, so klappt das natürlich nicht. So viel zum Thema Procrafter. So, zack, zack. Hier verzaubern schon mal die ersten zwei. Ach, man braucht Lapis zum Verzaubern. Ich Dummbeutel. Ah, das ist so ein richtiger Move von mir. Ohne Lapis verzaubern, das kann ja was werden. Okay, wir brauchen Lapis. Stimmt ja. Jetzt, wo ich mir das so überlege, fällt mir das auch wieder ein. Oh Mann, ey. Was ein Fail. So, apropos, was es zu essen wäre jetzt hier nicht schlecht. So ein Steak mal reinpfeifen, ist auf jeden Fall ganz chillig. So, und dann machen wir jetzt ein bisschen Strip Mining. Wir brauchen Dias. Okay, da ist Eisen, können wir nachher noch mitnehmen. Erstmal brauchen wir jetzt Lapis. Komm schon, give me Lapis. Wenn wir jetzt natürlich die ganze Zeit keinen Lapis finden, wäre das natürlich übelste Pech. Aber, naja, ich denke mal, das wird schon irgendwie hin zu bekommen sein. Entschuldigung, ich musste mich mal gerade räuspern. Ich müsste auch eigentlich mal was trinken. Das mache ich auch gleich mal. Ah, wobei, das ist gerade blöd. Ich darf in der Schutzzeit eigentlich keine Zeit verlieren. Ich muss die effizient nutzen. Ich trinke gleich was. Oh Mann. Irgendwie kommen manchmal die Blöcke wieder. Es leckt ein bisschen, würde ich mal sagen. Oh Gott. Ja, wie oft darf ich denn den Block noch abbauen? So, zack. Ey, Mann. Komm schon. So. Okay. Auf zum Ofen. Ich brauche noch ein paar Steaks für unterwegs. Ein bisschen Kohle könnte man eigentlich auch gleich mal abbauen. Da vorne ist Kohle, aber wir finden bestimmt hier auch noch gleich welche in unserem tollen Strip Mining Gang. Und oh Gott, Strip Mining ist natürlich immer so eine kleine Spur langweiliger als, weiß ich nicht, in eine Höhle zu gehen oder auf der Landschaft rumzulaufen. Aber es muss halt jetzt einfach in dieser zweiten Folge auch noch mal sein. Es wäre natürlich jetzt übelst cool, umso schneller wir quasi Lapis finden, umso schneller können wir auch aufhören zu Strip Minen, aber ja, ohne Lapis bringt halt der Verzauberungstisch nichts und dann hätte ich mir halt direkt einen Diapostalisch oder so machen können. Von daher, das wäre dann eigentlich egal gewesen. Deswegen muss ich jetzt Lapis. Oh Gott, nochmal Dias, GG. Deshalb muss ich jetzt Lapis finden. Komm schon. Please, Lapis. Bitte, bitte. Dumm, die dumm. Strip meinen ist toll. Strip meinen macht Spaß. Das wäre jetzt eigentlich so dieser perfekte Moment, um über ein Thema zu reden. Und ich glaube, ich habe sogar ein Thema. Und zwar das Thema YouTube. Das ist. Oh, noch 4 Minuten Schutzzeit. Das Thema YouTube ist, glaube ich, relativ spannend gerade mal. Einfach auch, weil ich meine, YouTube ist. Genau, pass auf. Ich rede jetzt über das Thema YouTube. Und zwar, was mir so aufgefallen ist, YouTube ist im Moment ja quasi am durch die
Deckel gehen. Ich meine, die ganzen Abonnenten von jedem steigen eigentlich. Und YouTube erreicht immer mehr neue Zuschauer. Ich wende das jetzt quasi mal auf Deutschland an. Und ja, YouTube wird halt quasi immer populärer. Die Frage ist, oh Kohle, sehr gut. Die Frage ist, wie lang YouTube noch steigt. Ich meine, es kann ja nicht ewig steigen. Das ist genauso wie zum Beispiel, um es jetzt mal blöd zu formulieren, der Goldpreis oder so. Ich meine, was halt quasi Gold kostet. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ja, der Goldpreis, wenn der jetzt steigt und steigt, das heißt, angenommen, ein Kilo Gold ist im Moment ein Euro wert, dann ist ein Kilo Gold zum Beispiel morgen 2 € wert oder so. Jetzt mal als ganz blödes Beispiel. Und der Goldpreis kann im Grunde halt nicht ewig steigen. Und ich denke mal, so ist das halt auch mit YouTube. Ich meine, YouTube ist gerade am, es geht durch die Decke einfach. Aber es kann halt nicht ewig durch die Ge Decke gehen. Irgendwann. Oh. GG, ich habe das Ende gefunden. Alter, was ist denn hier los? Ey, das ist nicht mehr normal. Oh Gott, ich finde einfach das Ende. Und da hinten ist Lapis. Nice, ich finde das Ende. In einem PvP-Projekt. Und ey, mit so einer riesigen Bibliothek. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Bücher aus der Bibliothek mitnehmen und dann die abbrennen, damit kein anderer die Bücher bekommt. Weil nicht, dass irgendjemand noch auf die Idee kommt, diese Bibliothek zu finden. Das wäre natürlich äußerst ungünstig für mich. Aber ja, um nochmal gerade auf das YouTube-Thema zurückzukommen. Ja, YouTube kann halt nicht nur permanent steigen und deswegen, es wird bald die Zeit kommen, wo YouTube definitiv wieder rückläufig wird, wenn entweder was anderes kommt oder wenn halt, ja, quasi irgendwas, ich sag mal, irgendwas Komisches mit YouTube passiert und jetzt leckt es gerade. Ich hoffe mal, ich sterbe dadurch nicht. Ich stelle mich mal gerade hier geblockt in die Ecke und warte darauf, dass es aufhört zu laggen. Leckt es noch? Ja, es leckt. Leck. Lol. Hä? Oh. Schutzzeit vorbei. Okay, das erklärt wahrscheinlich den Lag. Und jetzt ist PvP angesagt. Ich habe natürlich nicht ganz mein Ziel erreicht, was ich vielleicht erreichen wollte, aber ich meine, wir sind unserem Ziel nah und es wird bald anfangen, hier richtig abzugehen. Ich sehe gerade auf jeden Fall, ich habe 3 Minuten verzugt mit den anderen, aber bei mir sieht es trotzdem eigentlich relativ gut aus, würde ich sagen. Und oha, Rokorti hat Schmiedekunst. Läuft bei dir. So, zack, zack, zack. Jetzt schnappen wir uns mal schnell das läppische Lazuli hier, damit wir mal verzaubern können. So, zack. Bisschen Eisen nehmen wir natürlich noch mit. Wir haben natürlich ja, wie heißt das Ding? Amboss noch nicht komplett, genau. Amboss war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. So, zack. Bitte keine Lava. Dankeschön. Zack. Und dann gehen wir auf jeden Fall gleich hier oben nochmal in die Bibliothek und holen die restlichen Rohstoffe, die hier noch sind in der Höhle. Aber das machen wir erst gleich, denn ich will jetzt natürlich erstmal verzaubern und so, das ist mir natürlich extrem wichtig. Ist, denke ich mal, auch gut nachzuvollziehen. So, da bauen wir mal zu. Und dann hauen wir jetzt mal hier das Haltbarkeit, halt. Oh Gott. Das fängt ja gut an. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das jetzt an. Ich mache mir jetzt erstmal eine Kiste. Genau, so, zack. Wir müssen jetzt mal kurz ganz strategisch vorgehen. So, Kiste. Essen machen wir aus dem Ofen raus und machen noch den Rest an Eisen rein. So, dann mache ich mir jetzt einfach mal ein, ja, Steinschwert. Ah, ich hätte, oh, ich bin so dumm, ich habe ja ein Steinschwert. Naja, lol, jetzt kriege ich ein anderes Enchantment. Oder war das gerade eben auch schon da? Lol. Auf Steinschwert kriege ich Schärfe oder was? Nice. Na naja, gut. Bann 1, Haltbarkeit 1, sehr gut. So, was haben wir hier? Schärfe und Bann. Okay. Nehmen wir mal Schärfe natürlich mit. Und hier auch Schärfe. So, zack, zack. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Ressourcen, um im Grunde dann den Amboss zu machen. Und dann haben wir auch schon ein gutes Schwert. Ein paar Dias wären natürlich auch noch extrem toll, aber wie gesagt, man kann ja nicht alles haben im Leben. So, zack, zack, zack. Ich denke mal, jeder wird mich jetzt im Kampf natürlich auch meiden, einfach weil ich einen Verzauberungstisch habe.
Das wird mir wahrscheinlich einen kleinen Vorteil oder ja, auch nicht geben, weil dann die anderen Leute, Lel, er ist AFK, weil die anderen Leute dann natürlich sich denken, nee, mit dem möchte ich nicht fighten. Wobei sie natürlich im Gegensatz dazu auch relativ gutes Equip bekommen können, wenn sie mich besiegen. Oh ja, es ist alles so unheimlich kompliziert. Aber das wird natürlich alles funktionieren. So, gut, Eisen haben wir. Noch ein bisschen Gold nehmen wir auch noch mit für einen Goldapfel oder so. Ist natürlich immer ganz chillig. Dann bauen wir uns mal da hoch. Weil dann könnten wir uns sogar noch einen Bogen machen. Das ist natürlich auch OP. Vor allem denke ich mal, dass keiner von denen auf Projectile Protection, also auf schusssicher gehen wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Wir sind jetzt in der Bücherei angekommen. So, gib mir mal ein paar von den Spinnennetzen hier. Ich hatte auch vorhin, glaube ich, eine Kiste gesehen. Die würde ich gerne nochmal sehen. Da. Oh, drei Papier. Naja, gut. Da gibt es natürlich Besseres. Aber wenn mir irgendeiner erzählt hätte vor dem Projekt, ich finde hier so eine Bibliothek vom The End, ja. Ich hätte ihn für verrückt erklärt, sagen wir das. So, wir nehmen natürlich jetzt noch ein paar schöne Bücher hier mit. Und dann, ja, ich glaube, wir brennen die doch nicht ab. Lol. Lennart hat Sascha getötet. GG. Oh, scheiße, Alter. Wie lächerlich. Okay. Lennart geht auf jeden Fall, wie es aussieht, auf Angriff. Oha. Well played, ja. Oh mein Gott, es ist spannend. Es ist definitiv spannend, Leute. Was hier schon alles passiert. Ich werde mich gleich auch mal an die Oberfläche. Long. Lulatsch wurde von Triaden getötet. Ich raste aus. Ey, ich muss auch Kills machen. Ich gehe jetzt an die Oberfläche. Come on, please. So, was macht mein Eisen? Zack, hier. So, wir machen uns jetzt einen Amboss. Und dann geht's an die Oberfläche, Leute. Oh mein Gott. Schaut auf jeden Fall mal bei den Tötern und bei denen, die getötet wurden, bei den Jäger und den Gejagten vorbei. Was, damit ihr mal deren Sicht auch sehen könnt. So, wir machen uns jetzt hier ein Schniekes Schwert. Zack, Schärfe 2 läuft. Was machen wir noch? Wir machen uns auf jeden Fall einen Brustpanzer. Noch. Brustpanzer. Verzauber ich erstmal den hier. So, zack. Schusssicher. Schutz machen wir drauf. Weil ich denke nicht, dass irgendeiner von den anderen auf Bogen setzen wird. Aber wir setzen noch ein bisschen auf Bogen. Oh Gott. So, zack, zack. Vielleicht können wir uns einen Power 2 Bogen noch machen. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, was die Enchantments angeht. Stärke nehmen wir. So, Stärke nehmen wir. Zack. Und dann machen wir uns noch einen Stärke 2 Bogen. Ich meine, 5 Pfeile haben wir. Die können entscheidend sein. Und ja, ich denke mal, mehr muss ich dazu nicht sagen. So, wir bauen jetzt das Redstone hier noch ab. Und dadurch kriegen wir sogar noch ein paar Level. Vielleicht verzauber ich meine komplette Rüstung noch. Wäre vielleicht am besten. So, 2 Level haben wir. Wir nehmen 3 Level noch, dann können wir die Rüstung verzaubern und den Rest farmen wir dann einfach oben. Und ich würde sagen, die Folge hat jetzt natürlich ein bisschen Überlänge, aber macht nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Under the Dome. Bis dahin. Ciao, ciao.